Hallo ihr Lieben, mein Name ist Benjamin und ich bin euer Coach für die Videoreihe zum Mathematik macht Freunde, Freunde Arbeitsplatz, Rotationsvolumen. Bitte halte das Arbeitsblatt immer griffbereit, damit du immer mitmachen kannst. Das Arbeitsblatt findest du auf unserer Homepage unter dem Punkt Kompetenzmaterialien. Wir werden uns also mit dem Thema Rotationsvolumen beschäftigen. Aber was ist ein Rotationsvolumen? Ein Rotationsvolumen berechnet das Volumen eines Rotationskörpers. Was ist jetzt ein Rotationskörper? Ja, ein Rotationskörper ist nichts anderes als eine Funktion, die wir um eine Achse drehen lassen. Also hier zum Beispiel drehen wir um die x-Achse und erhalten diesen Rotationskörper. Um dieses Volumen jetzt zu berechnen, werden wir uns zunächst mit dem normalen Integral beschäftigen und schauen, wie wir dieses hergeleitet haben. Hier zum Beispiel mit der Untersumme. Analog zu dem können wir dann herleiten, wie wir das Rotationsvolumen berechnen, indem wir dieses Volumen in kleine Zylinder zerteilen. Damit wünsche ich dir auch viel Spaß mit dieser Videoreihe und wir sehen uns im nächsten Video.